So, da sind wir wieder bei Minecraft Pocket Edition. Ja, der letzte Part wurde etwas abrupt beendet, weil ich irgendwie... Warte mal, können wir eigentlich Ingame-Sound etwas lauter machen? Ja, wahrscheinlich habt ihr den jetzt die ganze Zeit total zu leise gehabt. Dunkelheit. Schmeckt Dunkelheit. So, um Beleuchtung kümmern wir uns später und auch alles. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen ausleuchten. So, und wir haben jetzt hier einen schönen, schnieken Holzboden. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Treppchen. Hier mache ich erstmal wieder Holz hin. So, dich muss ich jetzt leider auch mitnehmen. Und dann geht's los, ne? So, hier. Hier. Und jetzt brauchen wir noch zwei Holz. Ach, den Crafting Table habe ich ja abgebaut. Mich dumm mach schon. Was ich zum Beispiel aber in meinem anderen Dings hatte, also in meinem, was ich oben auch habe, so einfach ein Crafting Table hier reingesetzt. Finde ich auch nicht schlecht. Dann hat mein Crafting Table immer da. Sieht gar nicht mal so unschlecht aus. Unschlecht. So, vier Treppchen haben wir jetzt wieder. Und können jetzt weiterarbeiten. So. Und zack, dann haben wir jetzt hier einen schönen Eingang. Du, die du. Irgendwann, sage ich euch, irgendwann renne ich hier noch in die Lava rein. Und haben jetzt hier einen schönen großen Raum. So, und jetzt, meine Freunde, heißt es jetzt. Jetzt ist es soweit, jetzt heißt es Bücherregale anfertigen. Dafür haben wir lange Bambus gesammelt und wir haben wahrscheinlich haufenweise viel zu wenig davon. Aber jetzt müssen wir Bücherregale fertig machen. Da müssen wir natürlich irgendwann erstmal wieder hier aufräumen. Ich schaue gerade nur, wo wir denn überall Bambus haben und ob überhaupt und wie und was und wo. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht reichen. Vorne und hinten nicht. Aber wir müssen das Beste machen und dann werden wir einfach hier etwas länger dran sitzen. So, jetzt legen wir erstmal hier wieder ein paar Sachen ab. So, die Saplings brauchen wir nicht. So, die brauchen wir auch nicht. Die auch nicht. Nur die Holzsachen können wir reinlegen. Noch irgendwas. Drei Diamante behalten wir mal. Man weiß ja nie, wofür man die nicht brauchen kann. Der Apfel kann hier rein. Die Rüstung kann ich auch mal ablegen. Hab jetzt eine tolle Diamantenrüstung. Ja, weil ihr die Besten seid. Oh, einen Platz haben wir noch frei. Legen wir noch ein Stack Glas hier ab. So, dann unten, glaube ich, war die Herstellung. Ich bin mir nicht sicher. Ja, hier haben wir Papier. Dann stellen wir jetzt ganz viel Papier her. Aber ich hoffe jetzt, dass die jetzt hier nicht ernsthaft für Bücher auch Leder haben wollen. Das wäre nämlich scheiße. Schiller, Farbe. Nee, Bücher. Oh Gott. Gott sei Dank, das hätte mich jetzt nämlich richtig angepisst, wenn man jetzt wie in der Desktop-Version jetzt hier auch noch Leder gebraucht hätte, um Bücher herzustellen. So, dann haben wir jetzt hier ganz viele Bücher. Wie viele haben wir denn eigentlich? 57? Wow. Wow. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch Bücher drin liegen? Nö. Die war eh leer, dann nehmen wir die eigentlich gleich mal mit. Hier noch ein Buch. Wow. 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 Bin begeistert. Wo kann ich denn Bücherregale? Sind die hier? Bookshelves. Hey. Ach hier. Ja. Kein Holz mehr. Schade. Hier. Holz. Wow. Ganze 19 Bücherregale. Ich bin, begeistert. Ah ja, ich weiß schon wieder, warum ich, wenn ich alleine spiele, mir sowas eben cheate, weil das eben einfach nur massig an Arbeit ist, sich sowas ranzuschaffen. Und ich meine, es gibt ja nicht mal die Möglichkeit, das irgendwie mit Bombil oder so wachsen zu lassen. Also wenn es nicht wächst, dann wächst es nicht, ne? Es ist blöd gelaufen. Ja, und ich noch so, ja, hier, die Farm wird reichen, brauchen wir ja nicht mehr, brauchen wir nicht. Also auf meinem Handy, na, ich vergleiche es ja immer mit meinem Handy, weil da spiele ich ja hauptsächlich. Da habe ich eine Farm, da kriegt man doch mit einem Mal mehrere Stacks raus. Aber das Problem ist halt, man braucht das einfach nicht. Man braucht nicht so viel davon, weil tatsächlich, wenn man es einmal hat, dann reicht es auch irgendwann. Andererseits, na, schauen wir mal, haben wir Sand, haben wir nicht, dann hole ich eben Sand und dann erweitern wir eben die Farm. Um ein paar Reihen und alles noch ein bisschen eben mehr, weil ich will mein Zeug haben. So, hier Sand.
Das ist kein Wasser, oder? Nee, ist Eis. Dann kannst du wieder zurück. Dich braucht man nicht. Hier war auch. Hier haben wir zwei Wasser. Zumindest schon mal. Die Kiste kann hier. Kiste kann da rein. So, dann heißt wieder unten ab ins Lager gehen und um die ein bisschen Wasser auftreiben. Kobbel, Blätter. Alles voll mit Eis nur. Sicher, scheiße. Wie, jetzt habe ich jetzt kein Wasser mehr. Nee. Oh nee. Ich muss doch noch Wasser haben irgendwo. Das kann doch nicht sein. Kannst du mir nicht erzählen, dass ich hier ernsthaft. Also ich weiß, hier steht alles schön beschriftet, aber. Nein! Verdammt! Wieso habe ich kein Wasser mehr? Schlecht. Sehr schlecht. Habe ich vielleicht unten in der Kiste Wasser? Nee, hier habe ich Lava und was, aber. Nein, verdammt. Nein, sehr schlecht. Ich weiß nicht, jetzt müssen wir eben schauen, ob das eben auch wächst, wenn man eben hier fließendes Wasser hat. Weil die zwei Wasser, die werde ich mir jetzt noch sehnlichst aufsparen. So, dann nehmen wir jetzt hier noch eine Erde hin, klatschen das hier hin, damit wir eben hier bis ganz zum Schluss bauen können. Ja, mein Gott, ne, schlecht gelaufen, so. Etwas suboptimal. Nein. Hui, da fließt das Wasser, schaut mal. Sieht das nicht cool aus? Aber es reißt keine Blümchen in den Tod. Schade. Sieht aber schon schön aus irgendwie. Und hat so eine hypnotisierende Wirkung. Nein, okay, ich lasse das schon. So, du bleibst da. So, dann können wir aber hier noch, glaube ich, also eigentlich hier ja, hinsetzen so. Aber wir haben doch eine Schaufel. Was mache ich denn hier? Warum bin ich denn hier so ineffizient? Hui, ich habe einfach mal Lust. Yay. Zack. Und dann hier noch 1, 2, 3, 4. Nein, da fällt es runter. Nein, du arme Erde. Muss wir eben hier noch den Streifen etwas erweitern. Ja, aber so ist das Leben nun mal. Wenn man nicht aufpasst und sich nicht mehr Wasser gecheatet hätte, ja, dann passiert sowas nun mal. Traurig, aber wahr. So, dann hier noch Sand. Schade, dass das Wasser kein Fließgeräusch macht, ehrlich gesagt. Dann können wir jetzt hier eigentlich theoretisch auch noch eine Bahn hinsetzen. Findet ihr nicht? Und zwar, genau hier können wir dicht machen, so, hoffentlich reicht der Sand. Und hier kommen wir jetzt, werden wir jetzt eben hier die zwei Wasser brauchen, aber es wird sich hoffentlich lohnen, für uns und das größere Wohl. So, zwei Wasser. Eins. Nee, reicht natürlich nicht im Leben nicht. Und zwei. Naja. Guck mal, haben wir hier ein stilles Wasser. Obwohl es nicht voll ist. Das habe ich auch noch nie ganz verstanden, die Wasserphysik. Naja, egal. So, dann. Eins, zwei, drei, vier. 4, 5, 6. So. Legen wir hier noch aus. Wir können das rein theoretisch noch effizienter machen, indem wir zum Beispiel hier einen Wasserblock hingesetzt hätten und der dann einfach hier an beiden entlang gelaufen wäre. Oder auch nicht. Ach, was weiß ich. Ist mir jetzt auch egal. Jedenfalls erweitern wir jetzt erstmal hier unsere schöne Bambus-Zuckerrohr. Nee, Zuckerrohr ist es doch. Zuckerrohr, genau. Unsere schöne Zuckerrohrfarm. Um einiges. So, und hier noch eins. So, in der Hoffnung, dass wir dann eben jetzt hier endlich mal ein bisschen mehr rausbekommen. Mehr. Die Kakteen können wir jetzt eigentlich bald so auch mal abfarmen. Ich will meine Kakteen haben, das ist klar. Au. Aber ich kriege ja irgendwie keinen Schaden durch die Rüstung. Ist ja gut. So, das Feld ist auch schon fast fertig.
Hier habe ich wahrscheinlich mächtig Wasser verbraucht. Haben wir gerade zwei Bone Meals da, machen wir es schnell fertig und ernten es einmal ab. Ich weiß, wir brauchen es nicht, aber wenn wir schon mal da sind, warum nicht? Hui, ganz viel Weizen. Hui. Haben die eigentlich die Weizenfarbe verändert? Mal so eine Frage. Weil irgendwie sieht das Weizen gelber aus. Oder täuscht mich das nur, und weil ich einfach zu lange kein Weizen mehr geerntet habe? Hm? Oh Gott, fast dachte ich schon, ich hätte wieder ein Feld kaputt gemacht. Das hätte mich jetzt auch wieder aufgeregt. Ich hoffe ja auch irgendwann, dass man mal endlich das Auto-Jump abstellen kann. So, das Feld ernten wir jetzt noch zu Ende und dann mache ich den Part auch zu Ende, weil dann ist er ja zu Ende. Ja, weil ich will ja nicht wieder so massig überziehen wie beim letzten Mal. So, aber einsammeln tun wir es jetzt noch. So, und wie viel Weizen haben wir jetzt bekommen? Boah, über ein Stack. Boah, geht doch, ne? So, dann brauchen wir jetzt... ja, so. Und dann beim nächsten Mal pflanzen wir das Feld voll. Bis dahin. Tschüss.